Zwei Teams, die gerne aufsteigen würden, den Erwartungen aber etwas hinterherhinken. Dynamo Dresden, Tabellen 7. Überraschung mit Sven Müller anstelle von Stefan Drillazza heute im Tor. Zu Gast in Mannheim, dem 8. der Tabelle. Dresden kommt besser rein in die Begegnung. Erste Gelegenheit in der 5. Minute durch Borkowski, eine von zwei Änderungen in der Startformation nach der Niederlage gegen Saarbrücken. Mannheim in der 6. Minute erstmalig vor dem Tor. Martinovic bekommt den zweiten Ball und auch der landet perfekt vor den Füßen von Martin Winkler. Torvorbereiter gegen Essen mit einem Wahnsinnslauf. Hier hat Mannheim Glück, dass sie zweimal den Ball perfekt vor die Füße serviert bekommen. Toller Abschluss dann von Winkler aus der Drehung. Keine Chance für Müller. Gleich die erste Chance genutzt das Team von Christian Neidhardt. Und von da an eine deutlich bessere Phase. Der Waldhöfer Winkler muss hier eigentlich das zweite machen in der 19. Spielminute. Sohm gegen seinen Ex-Club leitet das Ganze ein. Die Flanke von Martinovic. Super der Abschluss. Weniger. Dresden fällt überlegen, aber ohne echte Tormöglichkeiten. Und teilweise mit ein wenig Frust im Gepäck. Borkowski hier unten links am Bild hat er Glück, dass er nicht mindestens gelb, wenn nicht sogar die rote Karte sieht. Markus Anfang spricht immer wieder von einer Entwicklung seines Teams, aber es müssen eben auch Punkte her. 32. Minute, wieder mal Waldhof. Viel Platz im Mittelfeld, die Flanke landet dann über Umwege im Kasten. Claudio Kammerknecht, die Slapstick-Eigentore bei Dynamo Dresden gehen weiter. Wie schon gegen Essen, insgesamt ist es das insgesamt 3. Eigentor der Saison eingeleitet. Durch den Torschützen vorhin, Martin Winkler, Galgenhumor bei Dynamo Dresden zur Pause. Aber Durchgang 2, Dresden deutlich besser. 56. Minute, der Kapitän Tim Knipping touchiert hier noch die Latte. In der 2. Hälfte spielt nur noch der Absteiger. Nur 3 Minuten später. Mittlerweile auch Scheffler im Spiel und der wird hier super bedient von seinem Nebenmann Stefan Kutschke. Zum 2. Mal rettet das Aluminium für die Waldhöfer. Schöner Abschluss aus schwierigem Winkel. Gute Phase der Dresdner jetzt, die 68. Minute. Über links, wunderbar freigespielt. Arslan, der wird noch leicht abgefälscht, hätte sonst möglicherweise gepasst. Von Waldhof kommt offensiv nichts mehr. Die spielen ihre Konter nicht mehr aus, schlagen den Ball nur noch lang raus. 86. Minute, beinahe folgerichtig. Der Anschlusstreffer, 69. Drittligatreffer von Manuel Scheffler, zieht damit gleich mit Dominik Strohengel. 5. erfolgreichster Torschütze der Drittliga-Historie. Eingeleitet durch den Joker Oliver Battista Meyer. Aber das war's. Das Team von Markus Anfang kann nur einen Sieg in den letzten 6 Spielen holen. Wir wollen gewinnen. Das haben wir nicht geschafft bisher. Gerade jetzt, heute in dem Spiel, auch letzte Woche genau dasselbe. Und das tut halt weh. Das tut weh und das muss auch wehtun. Und das muss auch den Fans wehtun, das muss uns wehtun. Und wir werden auch keine schöne Rückreise haben. 100%ige Überzeugung von der Konstellation, vor allem auch vom Trainer. Da gibt es für mich gar nichts zu diskutieren. Trotzdem sind wir unzufrieden. Wir haben uns das alles anders vorgestellt. Wir wussten, dass es eine schwierige Runde wird, viele neue Spieler und dass es gewisse Zeit dauert. Und trotzdem sind wir natürlich unzufrieden. Ich finde, dass es ein absolut verdienter Sieg war. Weil ich glaube, wir können auch mit 3-0 in die Halbzeit gehen. Das wäre nicht vermessen gewesen. Wir haben richtig gute Kontermöglichkeiten gehabt. Wir standen erste Halbzeit sehr gut. Frust in Dresden, aufatmen bei den Waldhöfern. Die ziehen in der Tabelle vorbei an Dynamo. Und nach zuvor 5 Niederlagen aus 6 Pflichtspielen endlich mal wieder ein Dreier.